du aufbrechen willst, die Schönheit und Vielfalt der Welt erkunden willst, sehen willst, wie man woanders glaubt und wie man Kirche in einem anderen Land erlebt, dann solltest du dir mal das Programm des Bonifatiuswerkes angucken. Praktikum im Norden. Hier lernst du eine neue Kultur kennen, engagierst dich sozial und kannst Verantwortung übernehmen. Wie ist es hier? Wie verschieden ist es? Was haben wir vielleicht doch gemeinsam? Ich wohne in Kopenhagen auf einmal. Ich komme aus einer kleinen Stadt aus Deutschland. Ob in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Island, Lettland oder Estland, du kannst Kirche selbst mitgestalten. Weil da tut sich was. Kirche ist jung und in Bewegung. Dieser Freiwilligendienst dauert in der Regel 6 bis maximal 12 Monate. So lernst du die Leute, die Kultur und die Situation einer Diaspora-Kirche kennen. Jeder im Alter von 18 bis 27 Jahren kann sich bewerben. Das Einzige, was zählt, ist, du bist neugierig, interessierst dich für soziale Themen und willst Begegnungen schaffen und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Auch die Sachen, an denen ihr jetzt noch ein bisschen zweifelt, vielleicht auch Angst habt, so ging mir das auch. Aber egal, wie die Erfahrung dann im Endeffekt ist, bringt einen das irgendwie weiter, sodass man das, glaube ich, gar nicht bereuen kann. Die jungen Menschen sind im sozialen Einsatz, im karitativen Einsatz. Sie erleben Internationalität, aber auch eine Kirche, eine Diaspora-Kirche, die vielleicht andere Blickwinkel hat als in Deutschland. Bewirb dich für das Programm Praktikum im Norden. Du kannst ja auch noch mal auf der Internetseite gucken. Da findest du noch mehr Informationen. Praktikumimnorden.de. Also Tipp von uns, mach's einfach.